So, Variationen. Das ist jetzt ein bisschen wie Schule, aber zur Erklärung, ich komme auch zu Ihnen runter und zeig's Ihnen. Das Lied Alle meine Entchen geht. Ja, super. Das Lied Alle meine Entchen handelt eigentlich von einer glücklichen Ente. Enten. Das sieht dann ungefähr so aus: Happy Ente. Diese sogenannte Happy Ente, auf Englisch Happy End, schwimmt ja auf dem See, tut das Köpfchen in das Wasser und was in die Höhe? Schwänzchen! Ach, es gibt Leute, die das Lied kennen. Super! Deswegen hören Sie nun erstmal die normale Version. Wer singen, singen können, wissen Sie gar nicht. Wer einen Text kann, darf versuchen mitzusingen. Ich kann nicht! So, ich gebe Ihnen auch einen Ton vor. Mi, 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 für die Frauen. Dankeschön, super. Also das dürfen wir gleich kennenlernen. So, jetzt kommen wir zu den Variationen, sonst wäre es noch langweilig. Jetzt hat so eine Ente natürlich ab und zu auch ein Problem. Es gibt nichts zu futtern. Man ist Depri, der nette Erpel von nebenan ist weggezogen. Dann wird aus dem netten, positiven Entlein ein trauriges Entlein. Neudeutsch, die Jugend von heute, zu der ich ja leider nicht mehr zähle, nennt das dann Emo. Emo für emotional. Ein trauriges Emo-Entlein. Das sieht dann ungefähr so aus. Ist ganz arg Depri, traurig, die Emo-Ente. Und nun ja, der geht's ja nicht gut. Gibt nichts zu futtern. Der Mann ist weg. Der Teich ist leer. Das Entlein ist traurig. Eine Emo-Ente. Und wenn eine Emo-Ente dann alle meine Entchen darbieten soll, dann klingt das leider Gottes wahrscheinlich so. Sein. Jetzt ist mir letztens eine Ente über den Weg gelaufen. Ich dachte erst, das Tier konnte sprechen. Die kam aus einem sehr großen Land, einem sehr, sehr großen Land, wo es Wodka und so Sachen gibt, aus Russland. Russland hat so viele schöne Sachen, die haben auch sogar extra Enten. Die heißt dann russisch Ente. Die rote Auge kommt meistens vom Wodka. Wenn es Jamaika wäre, wäre es woanders herkommen, bei der russischen Ente. Und diese sogenannte russische Ente, die ist natürlich ziemlich flott unterwegs. Die russische Ente mit der roten Auge. Und natürlich auch traditionsverbunden mit anderen russischen Volksweisen, deswegen klingt die russische Alle meine Ente-Ente dann so. So. Ja. Sie haben es gewollt, ich habe Sie gewarnt. Das nächste ist ein ganz coole Ende. Für die Jugend von heute. Die hat so Baggy Pants an und ist voll gechillt, Mann. Das ist die Hip-Hop-Ente. Ja? So. Diese Hip-Hop-Ente, die rappt natürlich, die singt nicht, die rappt. So, liebe Gäste, für die Hip-Hop-Ente sind Sie jetzt dran. Hab ich Sie gemacht? Nein! Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt einfach mal den linken Arm, sobald wir Platz haben. Einfach mal so, mit dem linken Arm, nicht mit dem rechten, mit dem linken. Und einfach mal so. Ja, cool. Okay, danke, das brauchen wir gleich. So,
ich hab sie gemacht. So. Vorsicht, Achtung. Jetzt müssten sie eigentlich singen, aber das möchte ich ihnen noch nicht antun. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt sage ich sie einfach mal Folgendes. Entchen, Entchen, Entchen. Machen sie mal mit. Entchen, Entchen. Jawohl, ein bisschen lauter. Okay, gut, jetzt kommt die Hilfe am Ende. Entchen, 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 alle meine Entchen, die löffeln auf dem See, köpfen in das Wasser und schwimmen in die Höhe. So, das war die Hilfe. Klassik nicht mehr viel zu tun. Und ich habe sie gewarnt, liebes Publikum. Normalerweise bei den Babianabend bis jetzt war der erste Teil immer der ruhige. Bis mal ein paar Leute kommen und sie sagen, jetzt ein paar Weiten, am Schluss machen wir voll Party und am Anfang ist es immer so langweilig. Ich habe sie gewarnt. Die Ente, die jetzt kommt, geht gerne auf Konzerte wie Wacken, Summer Breeze, auf die Gond oder woanders hin. Das ist die sogenannte Metal-Ente. Die Metal-Ente. Ich hab sie gelernt. Und auch für diese Metal-Ente müssen sie jetzt was tun. Sie wollten es ja so. Wichtig, das lernt, was ich Ihnen jetzt zeige, lernt man im Kindergarten heutzutage. Hat ein Musikkollege Stuttgart mir gesagt, ich zeige Ihnen jetzt den Flüsterfuchs. Kenn ich nicht. Genau. Folgendes. Bitte mal herschauen und nachmachen. Erstmal den einen Arm hoch. Einfach mal so die Hand. Hallo. Hallo. Super. Hallo. So, nun, der Flüsterfuchs. Hält die Klappe. Ja. Ja? Und spitzt die Ohren. Ja, genau. Und wenn Sie jetzt die Hand so umdrehen. Und so machen. Genau, dann haben wir Metal. Das machen wir jetzt mal. So. Jetzt kommt dann noch die Metal-Ente. Hey Kids, mach eine Pommesgabel. Jetzt haben Sie ja gerade so schön Entchen, Entchen gemacht. Metal ist böse. Entchen, Entchen. Ja? Entchen, genau. Und wenn Sie meinen Text nicht verstehen, den ich jetzt singe, es ist Metal, da wird gecrowt. Also, wir fangen mal an mit Entchen, Entchen. Und der Flüsterfuchs. Entchen, Entchen, Entchen. Wow!